So, es geht weiter mit Resident Evil 6 mit Lisas. Lisa hat erstmal Stresspipi gemacht. Ich habe mich beruhigt, ja. Hat sich beim Pipi machen beruhigt. Ein bisschen Wusa gemacht. Genau, und diesmal gibt es auch ein vernünftiges Intro. Hier ist das Intro und dann geht's weiter. Pierce geht's nicht gut. Genau. Wir arbeiten weiter oder sind auf der Jagd. Oh Gott, dieser Unsinn. Auf der Jagd. Also jagen Ada Wong noch. Laufen Sie zum Aufzug. Los! Oh Gott. Wieder was sprinten. Yeah. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung gesprintet. Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten? Genießen Sie den Aufenthalt. Wie springt man denn nochmal? Lachen Sie ruhig, Ada. Es wird Ihnen vergehen. Bist du jetzt wirklich da reingesprungen? In die Tür. Wie macht man das denn? Ich habe es kaputt. Einfach draufschießen. Leon und... Wie hieß sie denn nochmal? Verdammt, er ist weg! Warte mal kurz, ich muss mal kurz was bei mir umsetzen. Oh. Gut, wir nehmen die Treppe. Oh, mir drückt mein Mikro oder so aufs Ohr oder mein Kopfhörer aufs Ohr. Ich kurz mal neu positionieren, damit es nicht mehr drückt. So. Der guckt aber auch unangenehm, der Chris. Der ist auch ganz unangenehm. Aber eben hieß es auch, rennen und A drücken. Der ist nicht gejumpt nach vorne. Meiner ist direkt wieder umgedreht. Das ist ja gut. Nee, der lässt sich nicht fallen. Ich weiß auch nicht warum. Warum ist das jetzt schon wieder so eine dreckige, eklige Kamera-Switch? Lauf doch einfach die Treppe. Guck mal, warum? Warum jetzt nicht mehr? Ach, weißt du, was ich aber jetzt fürs Beef hab? Was? Ich hab mir Bomberman gekauft für die Switch. Das, was wir auch haben? Ja. Gab es im Angebot irgendwie für 5 Euro oder so. Können wir auch mal Bomberman spielen zusammen? Ja, lass mich alle alleine kaputt machen. Ich krieg zu viel Zeug. Man könnte ja meinen, dass hier ein Bosskampf käme. So. Was zur Hölle ist das hier? Bleiben Sie wach, Disneyland. Wer weiß, was das Miststück geplant hat. Hallo, wie redest du denn über diese Frau? Ach so, jetzt nicht die zwei anderen, da ist er. Ja, ja, jetzt kommt diese mit den Untergrundgeräten. Die machen die Kisten nicht kaputt. Weißt du, was eher mein Problem ist? Dass das unlogisch ist, weil eigentlich waren Leon und auf dieser Seite. Wie hieß sie denn? Also ich finde ganz gut. Oh, ich überlege gerade die ganze Zeit. Wir sitzen fest. Ich will mal Claire sagen, aber nee. Aber es war was mit C. Ich will mal Rachel sagen. Nee. Teste auf Prototypen. Cheyenne? Peter! Chantal! Wir haben hier so faszinierende Arbeit geleistet. Wie wär's mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Ihre faulen Tricks werden uns nicht aufhalten. Du machst das schon. An sich sind wir gerade voll unfair. Weil wir den Kram jetzt zu Leon schicken. Okay, du kümmerst dich um deine Seite, ne? Ja. Weil ich habe hier nur einen. Der unwichtige Sidekick hat geschrieben. Wie hieß sie denn? Du hast sie gespielt. Ja, aber ich weiß trotzdem, wie sie heißt. Vor allem total innovativ, gleiche Scheiße nochmal zu machen.
Ja, ist doch cool, da jetzt merkt man die andere Seite von dem Spiel. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ja gar nicht so dumm, die Idee dahinter. Warte, ich nehme ihn. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Müssen wir sie kaputt machen oder wieder rüber schicken? Es ist ein bisschen wie hier Ping. Pong nennt sich das, du Nase. Sowas schimpft sich Gamer. Oh, sorry, dass ich keine Spiele von 1800 Schlag mich tot kenne. Das hat Anna vorgeschlagen. Ja, deaktiviere Verriegelung in Raum 1. Die müssten doch eigentlich schon tot sein. Mist, was zur Hölle ist das? Boah, Piers klingt wie einer nicht aus der Pubertät herausgekommener Jugendlicher. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Ich merk's mir. Man kann sagen, guck mal, wer da vor dir stand. Ach so. Sie haben wirklich S2D2 da reingezogen. Die waren doch sehr gründlich. Ah, verdammt, Leute. Hätte uns auch was überlassen können. Aber hier waren auch Kisten noch drin. Ich hab die gesehen. Kisten. Das sind aber Kisten. Geben Sie auf, morgen. Wir haben sie. Och, sei doch einfach nur. Kündigt euch doch nicht jedes Mal an. Seid ihr denn Mischugge? Mischugge. Oh, schön. Hat Spaß gemacht. Vor allem, dass die auch nicht mal mit den Leuten auf der anderen Seite irgendwie kommuniziert haben oder geredet haben. So, ey, wer seid ihr denn? Was macht ihr hier? Und dann Leon oder so ein Kram. Also irgendwie so ein bisschen... Sie ignorieren komplett, dass da nochmal Leute sind. Ja. Die auch hinter Ada her sind. Und die nicht mutiert sind. Da ist sie. Halten Sie sie auf. Ich hab sie. Jetzt so ein Bodycheck. Pam. Da kommt ihr Loverboy. Mir kommt das vor, als hätte ich die Szene schon mal gesehen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Chris? Leon? Was machst du hier? Helena! Helena! Ich hab mal eben nachgeguckt. Die Helly. Wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem. Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren. Ich über 70.000 Menschen. Den Präsidenten eingeschlossen. Aber ich kannte die persönlich. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Weil es eine andere ist, weiß nur noch keiner. Richtig. Spoiler. An sich ist ja das Prinzip von dem Spiel, dass es halt aus der Sicht von mehreren Charakteren ist und halt so eine Gruppierungsgeschichte ist, Captain! Eigentlich ganz cool. Aber halt so manches ist halt unlogisch. Es ist wie in Metal Gear Solid 4, wie am Ende alle Zaubereien, die eingebaut wurden, mit Nanomaschinen erklärt werden. Halt! Sogar das Erlebnis der Lali Lulei Low wurde am Ende mit Nanomaschinen erklärt, anstatt einfach zu sagen, ja, die haben eine Gehirnwäsche bekommen. Nee, Nanomaschinen im Kopf von ihm sorgen dafür, dass... Wir beide wollen doch dasselbe. Vor allen Dingen, wie konnte ich gerade bei meiner Aim-Rate daneben schießen? Du kümmerst dich um. Du bist halt Pierce. Ja, ich hab eine Essa. Naja, mal, ob du die jetzt noch hast. Oh, hör auf, ich bin heulen. Du wirst das Richtige tun. Jetzt wirft er ihn zum Bus so. Liebe Crewmitglieder, Leon Kennedy ist leider im Kampf gefallen.
Übrigens, Crewmitglieder, ich hab's zu Ende geguckt. Ich hab's noch nicht zu Ende geguckt. Es wird einfach nur furchtbar. Dachte ich mir. Ich war gerade dabei, oder ich bin noch dabei, wo gerade die Captain mit der, wie heißt sie? Die Haupttante da irgendwie. Ja, ich hab auch schon wieder vergessen. Mit der schimpfen will, weil sie nach ihrer Panikattacke mit auf Wunsch der Leute oder der Gäste da Party gemacht hat angeblich. Ja, ja. Total überzogen. Ada Wong bewegt sich in südliche Richtung zum Militärhafen. Ich empfehle erhöhte Wachsamkeit. Oh nee, oh, du lässt mich ansteuern. Keine Sorge, wir schaffen das. Ja, ich zerhau hier meine Ration, ne? Ja, ich kann nichts machen. Ich kann dir den Kopf schießen, wenn ich möchte. Das klingt gut für den Motor. Vielleicht sollte ich mal schalten. Das lernst du noch. Mario Kart, jahrelange Übung. Ich seh's. Verdammt! Außerdem, Chris, sterben sie immer. Was soll ich denn? Also jetzt, ich kann hier nichts schießen. Ich hab nichts zu tun. Ich kann nachladen. Ich kann auf Autos schießen, aber ich glaube, da sind Zivilisten drin. Jetzt haben wir dich. War ich das etwa? Wie kann das sein, dass ich hier mit dem Turbo nicht empfehle? Weil du einen Humvee fährst, der kein Turbo besitzt. Aber ich bin einfach gefühlt nicht schneller mit dem Turbo. Und ich fahre sehr souverän. Okay, da war vielleicht auch schon ein Turbo. Ja, ein Turbo in der. Ja, du hast ja viel aus Fast und Furious gelernt. Ich bin fast, aber nicht viel Furious. Ich sehe, wie deine Füße hingehen, tut's mir eher weh. Ey, das ist ja auch dein Gelenke, das ist ja nicht, dass das... das so dein Gelenke hat halt auch Einfluss auf mein Ziel, das ist halt voll anstrengend. Ups. Aber jetzt eigentlich mal die wichtige Frage. Hast du mittlerweile Final Fantasy 7 gespielt? Nee, ich hab's geguckt. Hast du mittlerweile Kingdom Hearts 3 gespielt? Ja. Und? Ja, geht's. Bisschen enttäuschend, ne? Ja. Es fehlt Final Fantasy in dem Spiel, in meinen Augen. Ja. Nur wie in den letzten zwei Teilen. Ja, wieso Teil, Final Fantasy, Kingdom Hearts 1 und 2 war auch sehr viel Final Fantasy. Ja, meine ich ja, so wie den ersten Teil. Was machst du? Geben wir Gas? Oder schaltest du gerade noch in den zweiten? Gott. Nicht ganz schlimm. Jetzt kommt ja im Dezember Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. Ja, das habe ich gelesen. Da freue ich mich drauf. Schneller als das kann ich nun mal nicht. Oh Gott, das ist eine ganz schlimm programmierte Stelle, ernsthaft. Ich werde nur mal sagen, ob hier ist es ein deutlich besserer Autofahrer als. Oh, ob uns jetzt so ein Löwe entgegenkommt? Da kommt ein Zug! Also Leon wäre jetzt schon 50 Mal gegen eine Wand gefahren. Ist sie vor uns, hinter uns? Ach Gott, sie war da eben noch gefühlt hinter uns. Schalten. Wo müssen wir denn lang? Ich finde das gerade mal sehr. Können wir auch zurückfahren? Okay. Ja,
I think we have to drive over to up this next attach und so. Wo muss ich denn lang? Da. Dann da. Hey. Oh, ich glaube, mir ist es schlecht. Da. Hier? Dann da. Oh nein! Schalten! Schalten! Nicht im fünften! Oh! Gott, ist das schlecht programmiert. Also, es tut mir so leid, aber es ist so mies. Wer hat denn hier den Raketenwerfer? Wem soll ich denn ins Knie schießen? Das wackelt so, da kannst du doch gar nicht richtig ziehen. Oh Gott, die stehen hier alle. Ey, vor allem dieses Fadenkreuz, das ist eine Frechheit, ne? Ich treffe die ganze Zeit, aber nur nicht. Ey, wenn du dir das Video anguckst, dieses Fadenkreuz ist so frech. Wieso fahren wir denn schon? Den Bus hast du eventuell nicht gesehen. Ich würde mal vermuten, da entlang. Wo? Schieß mal. Da hinten. Schieß doch, wohin? Nee, da fährst du wieder zurück. Da kommen wir doch her. Kind. Aber ich kann ja gar nicht drehen. Also jetzt nochmal da entlang. Nochmal da hoch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da entlang. Dann da entlang. Dann da. Weiter. Und da hoch. Warst du noch nie in einem Parkhaus? Oh Gott. Ich wette mit dir, du kannst da irgendwo schalten. Dann machen wir dasselbe Spiel nochmal. Da entlang. Und hüpfen. Nee, da rauf. Oh Gott. Hey, nehmen Sie die Waffe. Ich gehe ans Steuer. Nein, ich will doch nur fahren. Ich will schalten. Der will einfach nur schalten. Wo war der Rückwärtsgang? Ey, als ob du fährst. Na also. Da finde ich scheiße, ich würde fahren. Warte, erstmal mit der Faust. So, jetzt erstmal. Sie werden uns nicht los, Ada. Ich krieg das Foto mit dir. Da, schieß! So eine langweilige Szene. Es ist immer noch das eine Kapitel, ne? Egal, wo ich hinfahre, alles erinnert mich an sie. Wie unlogisch ist... Hallo, wer hätte das... Angeblich sind wir jetzt im Kreis irgendeine Brücke hochgefahren und über uns war aber die ganze Zeit nicht diese Brücke. Über irgendwas drüber gefahren. Es ist hinter uns, kann ich nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Das Wichtigste im Leben ist die Familie. When I see you again. Die müsste schon längst tot sein. Hast du die? Hey! So, man überholt doch nicht auf dieser... Da wollte Ada also hin. Das können wir nicht zulassen. Ich weiß nicht, wohin sie wollte. Sag mal, schießt du eigentlich oder unterhältst du dich mit denen? Die müssen schon längst tot sein. Oh,
hat sich nicht so schnell angefühlt. Und wo war Ada? Die war zuerst vor. Was haltet ihr denn von physikalischer Kurve? Also es gibt eine ballistische Kurve, auch wenn man mit dem Auto in sowas reinspringt. Nee, also die Szene hat mich komplett gekillt. Gott, ich bin 8-mal gestorben. Ich 4-mal. Und 6-mal wegen dir. Meine Genauigkeit, ich hab nur ein A. Was soll ich denn sagen? Ich hab nur ein A. Oh Gott. Das war einfach nur Comedy-Tour. Ich will, dass da irgendwo eine Medaille steht für einfach nur traurig. So, ich hol mir erstmal kurz was zu trinken. Ist direkt vor der Tür. Okay. Ich glaube, ich spare auf Durchschlagskraft. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich glaube, wenn Lisa da ist, zeige ich auf jeden Fall 2 Folgen von Grand Tour. Komplett? Ach ja, Lisa kann jetzt nicht antworten, jetzt kann ich ja alles über sie behaupten. Lisa hat stinkende Füße. Und ein unangenehm hohe Stirn. Und Pony steht ihr nicht. Kann ich noch behaupten. Sie hat eine verlängerte Wirbelsäule, dadurch hat sie ein kleines Schwänzchen, was hinten rausguckt. Aber das darf niemand wissen. Hinzu kommt, dass sie Achselhaare hat wie Drahtwolle. Und eins, stimmt nicht. Ich habe die größten Engelsfüße der Welt. Punkt 2, hat getroffen. Was hat getroffen? Sehr hart, mit der Stirn. Wie war ich hatte Komplexe. Punkt 3, ja, hat auch getroffen. Aber was war denn Punkt 3? Ach so, dass hier kein Pony steht. Das mit der Wirbelsäule wäre cool. Kannst du leicht wackeln mit. Und das mit den Haaren stimmt auch nicht. Aber Punkt 2 nehme ich dir übel. Kann ich mich wieder klein machen. So. Ja, genau. Grand Tour hast du geguckt, oder was? Ja. Komplett? Mhm. Auch die neue Folge gesehen? Nee, mach ich noch mit Marcel. Oh, musst du gucken. Aber, oh, dann brauche ich, weil ich hatte schon gedacht, da zeige ich dir die Specials. Vor allem, ich mag das in Vietnam mit den Booten. Habe ich gesehen, ja. Ey, das ist so lustig. Und Rika mag das in der Wüste, wo die mit den Strandbuggies in der Wüste herumheizen. Ah ja, oh Gott, das will ich, ja. Und, aber hast du die, die nicht Grand Tour, sondern dann Top Gear Specials mal geguckt? Ja. Ja, okay. Die sind auch sehr gut. Also ich wäre durch. Ich auch. Okay. Dann. Ja, B. Verlassen. Ich spare. Ich auch. Du hast gerade mit der Stirn gesagt, da stand ich gerade schmollend vom Kühlschrank. Wie genau, du wolltest ja eigentlich hier nur was zu trinken holen. Da habe ich an meinen Maxi King gedacht. Was ich empfehlen kann, kennst du diese Milka Mini-Kekse mit dem, warte, ich muss jetzt mal auf dich schießen. Alles okay, Captain. Was ist denn das für ein Predator? Lassen Sie den Kopf unten. So sie komplett haben uns im Visier. Unlogisch, ne? Hä, wo? Wie ist das denn noch einmal passieren? Vor allem so ohne irgendwie Sequenz, wie wir überhaupt hingekommen sind. Ja doch, wie wir hier hingekommen sind schon, aber was wo es die mit den Typen herkommen. Auf sich her hat. Jetzt haben die sich auch noch mutiert in die Wiese geschillt. Aber er schützt nicht sein Knie. Aber die fressen auch so unfassbar viel, das ist mir unverschämt. Aua. Ich helfe dir. Ich hab kaum Munition, du Scheiße jetzt. Vielleicht lässt er dir welche fallen. Also mir hat er da Munition fallen lassen. Ja. Hm.
Hier ist eine Waffe. Ah. Komm mal rüber, Grant. Ich weiß ja jetzt, wo die Renntaste ist. Vorsicht! Dieser Scharfe Feind ist anders. Hab ich doch. Aber ich also nicht. Neo Umbrellas Paradestücke, huh? Das ist also Neo Umbrellas Paradestücke. Ich bin ein unsympathischer... Wollt ihr mich gerade verarschen? Was denn? Hier wegen Platz. Hier ist eine Kiste. In der Kiste ist ein Bauer. So. Gibt es... Nein, hier gab es nichts dann. Ich hab da schon einen Schrank jetzt. Wo sind sie denn? Ach, da. Ja, genau, das wollte ich. Vielleicht den Treffer. Gott, wabbelt der bei dir auch so hart oder gibt es eine Taste, das zu verhindern, dass der wabbelt? Oh, bei Holla die Waldfee. Man trifft die gar nicht. Alpha an HQ. Wir nähern uns Ada Wong. Wie so ein MacGuffin. Total nervt. Wer? Ada. Die rennen ja halt die ganze Zeit nur hinterher. Aus der Sequenz raus, wo ich direkt erschossen. Ist ja sympathisch. Toll. Boah, ich hasse diese Viecher doch jetzt schon. Du wirst es nicht fassen. Ich habe ein Emblem gefunden. Ja. Egal wie gut die Ziele da oben scharfschützen, man erwischt die einfach nicht. Es gibt bestimmt irgendwo so eine Ruhetaste oder so. Hier steht Adas Karte oder wieso fahren wir einfach damit weiter? Ne, ich habe ihn einmal getroffen. Sapalot. Sapalot. Gott, Chris, du solltest, glaube ich, weniger Kaffee trinken. Oh, wer lacht denn hier so dumm? Da will ich hoch. Ich glaube, hier passiert noch mehr als nur die Typen. Meinst du? Ja, ich habe da so eine Vermutung. Boah, das war ein Headshot, der war ja wunderschön. Dafür würde ich mich ja gar nicht selber küssen. Eklig. Dafür, dass du einem anderen Menschen Schaden zugefügt hast, willst du dich so belohnen. Oh, nochmal so ein Traumding. Ich bin auch einfach ein Scharfschützenking. Warst du nicht diejenige, die sich mal beschwert hat, dass sie Scharfschützen machen muss, weil sie Scharfschützen hasst? Mittlerweile mag ich es. Ja, Chris, das war das, was ich wollte. Genau. Aber hier gibt es sonst nichts Spannendes irgendwie. Nee, auf meiner Seite auch nicht wirklich. Ich bin extra viel rumschlawinert. Das war ja absolut abzusehen. Ja, ich glaube, hier kommt ein größerer Gegner. Meinst du? Noch? Es wäre ja mal total abwechslungsreich, wenn es noch ein Heli kommen würde. Oh, lass uns mal gegen einen T-Rex kämpfen. Sie darf nicht entkommen. Ich will da hoch. Danke dir. Bist du denn da hinten? Wie kann der sich mutieren, wenn ich den noch gar nicht erschossen habe? Macht ja gar keinen Sinn. Ganz große Klasse. Was soll denn noch alles schief gehen? Wie zur Hölle sollen wir das Shot aufkriegen? Hier siehst du, von was wir gerade gefressen werden wollen. Wir beide müssen eine Mission erfüllen. Verstanden? Ja, verstanden. Aber eins liebe ich noch mehr an Scharfschützengewehren, dass sie so einen richtigen Bums haben. Wo laufe ich hier eigentlich gerade lang? Da kommt einer auf dich zu. Nur als kleine Info. Ah, danke. Könnte eventuell sein, dass ich dafür gesorgt habe, dass er sich verwandelt hat, aber... Macht nix. Das ist ja absolut eklig.
Ruhe. So. Feierabend jetzt hier. Warte mal. Pass auf, da ist noch ein Dicker. Danke dir. Danke, dass ich deswegen daneben geschossen habe. Du redest doch nicht mit mir. Kommunikation, Jens. Gibt's hier nicht. So. Da habe ich aber auch keine Granaten für den Granatwerfer mehr. Ich hab noch 6. Und ich hab 6. Warte, müssen wir jetzt hier unten rein oder müssen wir es da oben rein? Das frage ich mich auch gerade. Ich war eben da oben und hatte gedacht, ich müsste da rein. Deswegen bin ich nicht reingerannt. Wollen wir erst oben noch? Ja, komm. Die hätten hier ruhig ein bisschen spendabulaber hier mit den Kisten sein können, ne? Welches Wort? Hier, spendabel, ne? Ich werde diese Folge spendabulare Folge nennen. Absolut spendabular. Warte, das Wort will ich mir sogar aufschreiben. Oh Gott. Warum ihr da alle einen Hehl draus macht. Also, ihr kennt mich alle so lange und wisst anscheinend nicht, dass ich gerne mal Wörter verändere. Ey, Rika hat einen Podcast darüber gemacht, dass sie sich ständig mit Wörtern und Sprichwörtern vertut. Wer schießt das denn ist hier? Das ist doch nicht mal verhasst. Ich mach's einfach gerne. Ja, ist auch dann ist es so umso besser. Ich werde immer aufgetroffen, als wenn ich wirklich dumm wäre. Ich habe hier was für das Shot gefunden. Ja, ich habe dann auch einen Schlüssel gefunden. Irgendeiner schießt hier noch. Ja, ja. Aber wo? Und wer war das jetzt? Das frage ich mich auch. Okay. Also, was ist denn da jetzt hinter mir? Alles okay? Ach so, der Weg. Ja, gut. Ja. Ja, alles klar. Nimm die Wacke, wir treffen uns schon irgendwo. Da ist er zerplatscht. Oh, meine Katze geht rein. Hm? Ich hab dich reingelassen, das musst du mich direkt anschreien. Oh, ich komme hier ein bisschen in Bredouille. Ja, ich habe ja auch so einen dicken. Ich versuch den gerade noch umzunieten. Und ich verstock hier einfach alle gerade noch ein bisschen. Das bin ich denn? Ich hab hier so einen Typen, der in Martenform ist. Ja, ich auch. Weißt du nicht, was der jetzt machen soll? Der ist zerplatzt. Ja, ich hab meinen Dicken erledigt. Gott sei Dank, Mann, gibt's the Pumpgun. Buschen! Buschen! Push the button! Push the button! Papa! Du musst mich beschützen! Da ist ein Scharfschütze. Das ist für dich, Papa! Wie soll ich dich denn beschützen? Mit dem Scharfschützengewehr. Wo ist der denn? Vor mir direkt, auf der Brücke da gegenüber. Achso. Ja, sagt er dich. Da sind sogar mehrere. Ja, ich kümmere mich ja schon. Und da kommen auch noch welche auf dich zu. Ja, runter, runter, jetzt geh doch mal runter. Danke. Was ist er denn? Weg da! Bin weg. Ach, jetzt wird er auch zu einem Fetten. Dann mach du mal den dicken Turm, den Scharfschützen. Gehört klar.
sollten die aber nicht auf mich zielen. Ich sehe die gerade auch nicht mal. Auf der Brücke? Bist du blind? Ja, ach, okay, so. Warte, er kommt raus. Er ist mit einem dicken mutiert. Zu einem sehr dicken. Nee, ich meine der Scharfschütze. So, der sehr dicke ist tot. Okay, du stellst die Rakete ein, ne? Nö. Aber ist anscheinend noch unwichtig. Aber das, ich glaube, ich muss hier hin und dann die aktivieren oder sowas. Ach, geht. Okay. Pam, 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 pam. Und pam! So öffnet man eine Tür. Ich fand nur diese Tür. Hier, so macht man eine Tür auf. Jetzt so eine hier drauf. Ja, da unten sind noch drei Leute. Wir arbeiten weiter an der Festnahme von Wong. Kümmern wir uns jetzt um die Treppe. Kümmern wir uns jetzt um die Typen da unten? Einen habe ich. Zweiten habe ich. Ich laufe hier durch meine Hut. Und hopsi. Ich mach die von hier oben kalt. Jupp, 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 jupp. Ich hab leider aber auch keine Munition. Ach, ich muss da rüben. Oh Gott. Komm jetzt. Muss hier echt wieder rüberhangeln? Das ist ja saudumm. Ich bin so ein Scharfschützengott. Ist ja schon eklig. Soll ich sie mit dem Messer bewerfen? Gut gemessert ist halb verdaut. Ach so. Ach so, da ist eine Leiter, bin ich dumm. Okay. Oh, das sind Kisten. Auf jeden Fall liegt unten jetzt ganz viel Munition bei den Leichen. Bin auf dem Weg. Wo sind sie denn, die Leichen? Oh, der hat einen Grip-Shot. Habt ihr? Jo. Oh, dann sammle ich jetzt auch mal ein. Grenade. So, da ist das Flievertüt. Ich glaube, wir haben hier was übersehen. Ich gehe noch mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, hier war was, was wir nicht kaputt gemacht haben. Wie kann es denn sein, dass wir diese Kiste übersehen haben? So. Wir werden schlechter. Ach nee, wir waren hier gar nicht reingegangen. Stimmt. Stimmt. Hier sind auch noch mal drei Kisten. Oh, ich hab noch ein paar Freunde gefunden. Ach, da hinten? Ja, ich komme gleich zu dir. Alles gut. So. Oh, er hat mich im Gripschau. Aber nichts, was ich nicht lösen könnte. No, Entschuldigung, ich muss erst mal nachladen. Alles gut. Bin klar gekommen. Hinter dir? Hab ihn. Hinter dir auf der Treppe, es liegt einer. Jetzt liegt er da nicht mehr. Liegt jetzt. Oh, da ist ein Fetter vor dir. Da kommt noch einer zu dir. Der Fette war mal. Kann ich auch irgendwie schnell runternehmen, ne? Ich muss runterlaufen. Ich komm zu dir. Ja, mach mal. Ich sammle hier noch Zeug ein. Hier war nichts, ne? Nö.
Gott, hat der Ruhe im Laufen. Das ist auch so eine uninteressante Stelle, ne? Übel. Ich will eigentlich nur den Schatz von dem großen Dicken haben. Mir kommen das gerade eigentlich ganz gelegen, dass gerade so viele Gegner kommen, weil umso mehr Muni kann ich sammeln. Also die haben jetzt für mich alle nur Geld gegeben. Na, ich hatte ganz viel Munition. Ja, da oben müssen wir ja nicht nochmal hin. Da, wo wir hin müssen, stehen zwei, die hau ich mal eben weg. Da hinten, oder was? Ja, da, wo wir durch müssen. Jupp, 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 jupp. Gott, dieses Rennen. Oh, da wird ein ganz fetter draus. Vorsicht. Gut. Die haben Munition gedockt. Der Fett ist tot. Ist hier irgendwo noch was? Kann man noch da hochgehen? Ah, hier sind noch zwei Kisten. Okay. Du hattest mich schon bei Kisten. Nein, ich wollte nicht runterhüpfen. Naja. Da liegt noch eine Muni. Wollen wir mal weiter? Jo. Moment. Ich lade gerade mal alles nach. Ich auch. Ich werde geschossen. In der Munition sieht das eigentlich nicht so gut aus. Weg von dem. Die Matenform sieht auch voll eklig aus. Und noch zwei Tic-Tacs. Ja. Na nur, die treten die Tür ja gar nicht auf. Oh Gott, diese Stadt. Das ist relativ simpel. Guck halt mal, die Stadt ist gemalt. Guck mal, das eine Boot hier vorne. Wenn der Wellengang ist, geht das eigentlich quasi unter. Okay. Und der Himmel dreht sich, cool. Und na, oh Gottes Willen. Vor allen Dingen, oh nein, guck mal, warte, siehst du das? Wo bist du? Unten unter dir, was denn? Ach, komm mal her, wo ich bin. Okay. Wenn du mal genau jetzt, wo wir hier stehen, ne? Ja. Genau nach oben guckst, siehst du einen Cut im Himmel. Ja, ja, da haben sie angesetzt, neu. Oh Gottes Willen. Ja, gut, ich nehme hier die zwei Kisten, ne? Money, money. Money, money, money! Money! Ich versuch's! Aua. Von wo? Verstanden! Ich würde mal sagen, von den Booten aus, oder? Money, money, money! Money! Yep, von den Booten aus. Darum sind Kisten. Keine Munition. Dann wage ich es. Siehst du denn irgendjemanden? Da ist noch nicht mal jemand auf dem Boot. Ja, dann. Fuck it. Fuck it, sag ich dir. Ich bin auch Gangster-Rapper. Nein, da ist wirklich niemand auf diesem Boot. Oh mein Gott, Ghost Ship. Also, dass die Bewegung fürs Rennen und die Geschwindigkeit, die damit gezeigt wird, das funktioniert nicht. Meinst du? Ja, das sah eben total strange bei dir aus. So,
Ey, ich wollte gucken, ob hier ein Emblem ist. Oh Gott, Pierce. Mach dich. Ach stimmt, wir machen das alles ja nur, damit wir diese Brücke runterfahren. Verstanden. Sagen Sie den Jungs, sie sollen durchhalten. Ja, weil die Frau sich ja bis jetzt das halt dazu bereitgestellt hat, festgenommen zu werden. Pierce, noch ein einziges Mal. Das war lustig. I think wir werden beschossen. Okay. Hallo, ich muss hier mir eine Zwischensequenz angucken. Da kannst du mich nicht schlagen. Eins, zwei, drei, vier. Soll das ein Witz sein? Ja. Ja, genau. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir sind schneller gekommen. Scheiß Kampf. Zeug, Arsch. Natürlich kann man den Boden nicht wegholen. Was machst du? Achso, du willst auf den Jet schießen. Ja. Aber ich hab ja Mr. Buckelhand. Was müssen wir denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Ich glaube, für diesen Türen wollen laufen. Ach ja, der hat ja wieder Panzer, der hat ja wieder hier Panzergas in seinem Jet. Jetzt, ich bekomme hier Granatenmunition, vielleicht soll mir das irgendwas sagen. Hier ist ein Emblem. Wo? In dem Flugzeug, wo ich drin bin. Ach, im Heli, ja. Nee, hier. Flugzeug. Das ist ein Helikopter. Das ist doch kein Helikopter. Natürlich. Da kommt irgendwie einer mit einem Arm auf dich zu. Das ist kein Helikopter. Ich komme jetzt rüber. Das hier soll kein Helikopter sein mit den beiden Rotoren. Für mich ist das kein Helikopter. Oh Gott. Hauptsache, die Diskussion haben wir geklärt. Ja. Was soll eigentlich diese unnötige Szene? Ich weiß es nicht. Aber die Musik ist spannend. Autsch. Weil die Granaten können dem noch nie nicht mehr irgendwas anhaben, was voller Kerosin gefüllt ist. Ja, schießt auf mich, während ich kämpfe. Was war das denn jetzt? Hat sich umgenietet? Der Jet hat mich ganz so lieb. Hier, nimm einen Tic-Tac. Heilung? Ne, gerade noch nicht. Okay, da hinter den losen Kisten kann ich mich also nicht verstecken. Boah, ich renne da jetzt durch. Darf ich bitte aufstehen, Jet? Danke. Ich bin dumm gelaufen. Oh. Oh, ich hab diese Kombination, ja. So. Da liegt noch Muni, aber das ist mir jetzt zu doof. Mir sind auch zu doof. Ich muss hinter zu viel Heilung. Ja. Aber müssen wir denn hier hin? Ja. Ach, da. Okay. Ja. Hinter uns. War nicht gerade noch einer hinter uns? Ich hab nichts gesehen. Ja,
du siehst ja sowieso nichts. Guck mal, da ist einer vor uns. Wie kann ich ihn schon wie das Genick brechen? Das macht keinen Sinn. Ja, rein theoretisch geht das. Es geht ja darum, dass das Gehirn keine Befehle mehr weitergibt. Warte mal. Meine starke Hand. Das finde ich einen dummen Gag. Nein, der ist doch aus der Movie. Ja, weiß ich, aber das ist aus Teil 2 und das finde ich ehrlich gesagt den schlechtesten von denen. Ich finde ihn ganz lustig. Gott, ist das eine langweilige Stelle. Oh, irgendwie schon, ne? Das ist halt mal so gar nicht spannend. Das ist halt nur dummes Rumgeschieße. Tut mir leid, dafür ist das Spiel jetzt nicht besonders bekannt. Nee. Ja, hier ist wieder einer verbrannt. Während er sich Zeiten lässt mit dem Verwandeln. Warte, ich trigger das mal. Komm, verwandel dich. Jo. So. Was ist er denn geworden? Ein Dicker. Cool, gibt wieder Geld. Holen wir mal das Ding hier raus. Dann holen wir die. Machen das. So. Lass mich doch zu dem dahin rennen und ihm auf die Omme hauen. Danke. So, dann holen wir noch das Geld vom Dicken. War da oben nichts mehr? Wir müssen dahin, aber ich wollte die Sachen holen. Ach so, ja. Hallo, wir laufen hier. Unhöflich. Gott, ist die Musik auch so scheiße. Boah, so überhaupt so. Oh. Es ist gerade einfach so. Nur nervig. Aber mich würde schon interessieren, ob man hätte den Jet kaputt machen können. Ich gebe Ihnen genau das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst werden Sie Angst haben. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie Was haben wir damit zu tun? Auf dem Planeten. Vor allem hat sie so ein komisches Telefon, ne? Die Welt zwar zu dem gemacht, was sie heute ist. Kubikwürfel. Aber ab morgen wird sich alles vollkommen ändern. Das Kleid ist mega unpraktisch für das, was sie eigentlich tut. Ja. Schießt der denn noch? Ja, er schießt noch. Okay, cool. Cool. Pierce! Gott, war das eine... Vor allem hat die sich gezogen, ne? Jetzt einmal wirklich so richtig so kurz die Kraft entsaugt. Toll, und Abschluss dieser spannenden Schieße gleich mal im Fahrstuhl fahren. Ja, ne? Vor allem dafür eine extra Ladesequenz und was weiß ich nicht alles. Und sonst so. Kluge Spiele verstecken die Ladesequenz in diesen Fahrstuhl-Sequenzen. Oh, die hat sich umgezogen. Das ist gar nicht verdächtig. Verdammt, wir können diesmal nicht nur einfach diese Scheibe direkt hier neben einschießen und durchrennen. Ich kann sie aber eintreten, die Tür. Ach komm.
Das sind voll viele Schrotflinte. Er ist luftig. Muss aber mal nachladen, glaube ich. Vor allem lange habe ich keine Munition mehr für so unnötige Schießszenen. Aber warte mal. Thank you. Bitte schön. Da liegt hier noch irgendwas. Da ist ein bisschen Munition. So, dann weiter. Weiter. Pam. So macht man Türen auf. Hast du es eigentlich mitbekommen? Was? Ryan Reynolds hat Deadpool 3 angekündigt. Ja, ich weiß. Mit Hugh Jackman. Ja. Der Trailer dazu war toll. Oder die Ankündigung. Hast du den neuen Super Mario Bros. Trailer gesehen? Ja, der sieht gar nicht schlecht aus. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Von den Minion-Machern. Und Pets und so, also. Muss vielleicht nicht. Vielleicht wird das ja mal ein nicht komplett schrecklicher Mario-Film. Oh, warte mal, hier ist noch grünes Kraut. Das habe ich schon gefunden. So, also, bei Kraut bist du also dabei sofort. Mhm. Vor allem wie Ryan Reynolds halt in dem antießen Ding meinte so, ja, es ist mir ganz wichtig, aber ich habe keine Idee. Oh, weg von dem. Ich hab noch weggesagt. Ich brauche einen Tic-Tac. Hallo, ich hab gesagt, ich brauche einen Tic-Tac. Kein Schlag aufs Herz. Ich hatte nicht die Option. Aber warte mal. Also ich hätte noch ein Heilspray, das wir benutzen können. Ich bin voll. Ich nicht. Okay, dann warte ich. Dann benutze ich. Ich hab auch noch eins. Ja, warte. Oh, warte mal. Was hab ich denn jetzt schon wieder zu viel? Ne, benutzt ruhig, ich hab nur eins. Ah, warte, ich kann auch einfach mal das Tic-Tac benutzen, das eine. So. Da müssen wir eigentlich lang. Warte, da sollte ich vielleicht mal kurz weggehen. Ja. Aber, warte, du auch nicht. Alter, nicht. Der hat vielleicht keine Granate. Der war wütend. Der hat beim komisch geschrien. Ja, deswegen, ja. Da geht's dahin, wo geht's hier hin? Kann man dir immer sagen, nach drinnen gucken? Nee, nach drin geht's weiter. Meinst du? Ja. Dann außen gucken? Dann hier außen gucken. Hier ist nix. Ja, gut, dass du mich rausgelockt hast. Ja, sorry. Hier liegt Munition. Echt? Ja. Schrotflinte. Da. Aber da ist ja nichts. Ja, guck mal. Hier könnte ein Emblem sein und du siehst es nicht. Was soll ich machen, Martin? Oh, ein Schatz. Hab ich vor dir genommen. Oh, hast du nicht? Doch. Hast du nicht? Ich bin hinten angeschlichen. Ach Gott, diese Shootout-Levels. Das war doch klar. Ach so. Da ist sie! Oh, ich hasse diese zwei Idioten. Ja, diese Sequenz ist. Warte mal, hier kommen doch wieder Typen. Warte. So. Sehr schön.
Er raucht hinter dir. Oh, sag noch was. Diese Musik macht's einfach nicht schon da. Ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Lasst uns eine Musik nehmen, die so richtig penetrant nervt. Oh, halt, traut. Ich wollte gerade das Kraut einsammeln. Warum wurde ich jetzt getroffen? Mir geht's gar nicht gut. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und was meinst du, was wir tun sollen? Den da habe ich. Hä? Warte, ich muss mal das sprengen. Das ist gar kein Sinn. Das war weird. Dann habe ich gerade alle im Liegen erledigt. Ja, ich auch. Umso besser, von der Idiotie des Spiels gerettet. Hallo? Jetzt hast du Splitter im Hintern. Und wie soll ich das bei der Krankenkasse abklären? Warte mal. Ich bin ausgerutscht. Da geht's weiter. Ja, hier sind ganz viele Kisten. Ja, ja. Gut, dass man so viel mitnehmen kann. Ich kann noch viel mitnehmen. Ich nicht mehr. Was habe ich denn hier noch? Könnt das einfach mal noch auf blöde Art nehmen? Genau. Ich bin quasi voll. Ich habe 6 Schuss für den Granatwerfer. Ich habe 12 Schuss fürs Scharfschützengewehr. 71 fürs MP. 57 für die Pistole. 9 für die Schrot. Und eine Granate und eine Blendgranate. Und ein Heilkram. Also ich habe ein bisschen was gesammelt. Das ist doch gut. Das Problem ist nur, die Leute hier kannst du halt nicht mit der Pistole töten. Nee. Da ist es sinnlos, die Pistole noch zu haben. Was soll ich sagen? Ich habe 2 Scharfschützengewehre. Lassen noch nicht mal was fallen. Ja, ne? Echt? Ich weiß auch nicht, haben die gedacht, diese Spinnengegner würden einem Angst machen? Oh, Was? Guck mal bei mir. Er hat sich gerade hier festgebackt, weil er noch die Sachen die zum Looten droppen musste. Was? Ach so. Also lagen da bei dir jetzt Sachen? Nee. Echt nicht? Nee. Bei mir lagen hier jetzt plötzlich Sachen, wo die gestorben sind. Hä? Aber halt irgendwie 5 Minuten später. Nee, tut mir leid, dann habe ich die Munition bekommen. Boah, eklig, eklig. Scheißspiel. Aber da ist jetzt doch bestimmt ein Bereich für ein Emblem. Oh nee! Oh. Treff die dicke Fliege nicht. Brauchst du Hilfe oder so? Oder passt das? Vor allen Dingen, wie konnten die waren auch schon tot. Hat aber jemand viele Tic-Tacs nehmen müssen. ja. Ich vermute mal. Gott. Oh, ich finde es einfach nur anstrengend. Sie spielen mit uns. Ja, nee, wirklich. Die beachtet euch. Ich war eben draußen. Hätten wir doch mal hier Jake und die anderen Sidekick mal gespielt. Cheryl. Ja.
Weiß ich aber absolut gerade auch nicht. Ich habe nur noch 2 Schuss für die Pistole. Ich habe gerade alles mit der Pistole reingeballert. Weil ich jetzt einfach die anderen Waffen mal nicht benutzen wollte. So. Hier steht sie doch. Schieß. Guck mal. Ja. Das nennt man Programmierung. Ja, das ist eine Kiste. Ich hasse dich, Wald. Ich hasse dich so sehr. Guck mal, ich könnte dir jetzt so in den Kopf schießen. Dann hättest du der Falschen in den Kopf geschossen, das weißt du doch. Und das Kapitel ist durch. Warte. Bevor du was machst. Warte, Wappelhand. Ich würde einmal mit dem Scharfschützgewehr drauf schießen. Och nö, ich kann nicht mehr. Ja. Einfach nur rumballern, weil das so viel Spaß macht. Ja, das Setting ist ja auch traumhaft. Ja, es ist gar nicht so 0815 irgendwas. Könnte auch eine Fabrikhalle sein. Oh, hat man ja auch schon. Okay, ich gebe Ihnen Deckung. Okay, gib mir Deckung. Ich drehe das Ding hier. Dauert lange. Da kommt eine Spinne. Oh. Da sind 2 Spinnen. 3. Einfach hoch, keine Munition mehr verschwenden. Ach, wir müssen da ja durch, oder? Ne, müssen wir nicht. Sind die weg? Nein. Ich sehe sie nicht mehr. Ein Schatz! Yay! Sie ist ja wieder das genommen. Ha. Ein Emblem. Yeah! War auch auf dem Tanker. Nur das Ende. War aber auch nicht gut. Das war absolut nicht gut. Das hat das ganze Spiel für mich kaputt gemacht. Das und die Mine. Ja. Die Mine war auch nicht lustig, war halt auch mega uninteressant und total sinnlos. Ihr hättet schon längst sie erschießen können, ihr dummen Backen. Nie genug, was? Bei dem Ausschnitt. Ich ganz bestimmt nicht zu ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt. Sondern die ganze Welt. Wo hat sich der denn versteckt, dass man ihn aus der Entfernung nicht gehört hat? Überleg mal, wie du in den... Jetzt fliegt er einfach wieder weg, komplett random. Anstatt den Kopf zu schießen. Doch jetzt gibt's kein Zurück. Ach, die wird doch jetzt auch zu einem Monster. Verdammt! Was zur Hölle? Hier, es kommt erstmal ein Stimmbruch. Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und 2 fehlen.
Jetzt steckt der Christus einfach so ins Knie. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hups, gefallen. Butterfingers. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen sofort. Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort einfach Pierce da runterschubsen. Ja, Sir. Ja, bitte. Alpha Team, hier HQ. Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aus Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Nicht mal eine kleine? Der Landeplatz ist erfahren. Schnell! Machen wir noch ein Stück, aber dann würde ich sagen, dann bald Feierabend, ne? Ja. No. Das macht mich sehr krass. Dieser Kahn wohl noch lange durchhält? Wer fährt denn nicht? Ich will das nicht abwarten. Stevie also Wonder. Weg hier. Dieser Abteil dieser Geschichte nimmt mich mental auch ganz schön mit. Naja, du hast vorhin auch derzeit gelacht. Ja, ich meine, aber es strengt einen schon an, weil es halt so belanglos und langweilig ist. Man braucht drei verschiedene Codes, um sie zu öffnen. Ach Gott, na toll. Fantastisch. Drei Sachen sammeln. Tja, mal sehen, ob wir sie finden können. Ja, hier liegt doch eins. Wer den wohl erledigt hat. Das war ich. Egal. Wer war Hauptsache, das? Er hatte einen Code. Ja, genau, egal. Wir denken nicht drüber nach, was hier eventuell passiert. Ah, geht's? Der schon wieder. Wie geht's? Da muss man eigentlich vorher um Erlaubnis fragen. Das ist ein Zungenkuss. Oder wenigstens essen gehen. Ja. Fanden Sie den so toll, dass Sie den nochmal einbauen wollten? Ja, natürlich. Alien! Hey, sie haben die NPCs aus The Forest damit reingezogen. Na, keine Granate dafür. Ich auch. Wir müssen jetzt da runter, ne? Was entsteht hier gerade? Nobody knows. Hallo, darf ich hier bitte mal durch? Oh, wobble, wobble, wobble. Check it out. Das war schon in dem Level mit Leon so lustig, diese Abteilung mit such die drei Schlüssel. In einem komplett unübersichtlichen Szenario. Mit Gegnern, die nerven. Ja, ich glaube, wir können sie nicht. Ach, jetzt haben wir so ein unüberwindbares Hindernis. Rauch. Hier. Hey. Das hätte ihm die Hand abgeschnitten. Halt! Ja, du bist nass. Ich bin gefangen. Bitte, es reicht langsam. Überleben Sie den Angriff? Ja. Hab ich vor. Welcher? Wollte gerade sagen, welcher Angriff? Komm auch nicht raus. Dann kommt bleib da ich noch mal was? Hier stehen. Alles nachgeladen. Ah, jetzt gut, ja. Hat ja nur eine Ewigkeit gedauert. Okay. Endlich! Der Angriff. Pierce! Stimmt, hä? Pierce! Den Angriff haben wir gut gemeistert. Fand ich auch. So. Dieser Unsinn. Ja, Moment. Wo? Hier da. Okay. Ich höre die. Läuft einer. Ja, ich höre die Hände klappern. Ne, es sind aber nur Beine. Okay. Dann ballern wir die Beine um. Und der läuft gerade weg, der hat auch keinen Bock mehr. Ach, der ist in die Tür reingeglitscht, verstehe ich. Ja. Ah, okay. Dann glitsche ich den nochmal hinterher.
Ey. Ich bin hier gerade irgendwo. Ich auch. Also, freu mich nicht. Oh, hier brauche ich aber dich. Where the hell am I? Ich weiß es gerade auch nicht. Da war gerade irgendwas. Hey, wer bist du? Hi. Hinter mir war irgendwo jetzt ein Typ, ne? Ja, bei mir auch schon 20 Mal. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ne? Ich weiß gar nicht wohin. Ich glaube, dadurch, dass die Typen anfänglich schon so angeballert und zerschossen haben, kriegen die sich gerade nicht zusammengebastelt. Ja, irgendwie ist das gerade irgendwie. Da hinten komisch. Kommt einer. Ah, okay. Ach, ich bin auf der anderen Seite vom Rauch. Und jetzt bin ich wieder hier in der Cafeteria, wo wir gerade waren, und macht alles absolut gar keinen Sinn. Ich habe einen Schlüssel und ich habe hier einen Typen. Schön. Hier noch was? Nee. Oh, warte mal, doch, da ist er. Kommt der jetzt? Nee, der wuschelt da hinten irgendwo rum. Gott, so viele Türen. Nothing. Also einen Code habe ich bereits, ne? Oh, hier ist einer. Bei dir? Jo. Auf Hilfe? Nee. Okay, da ist auch nix. Also ich weiß, wo ich dich noch gleich brauche. Da können wir mal. Ich komm mal. Du bist hier den Gang entlang gegangen, ne? Ich jetzt frage mich bitte nicht. So. Ich bin gerade irgendwie in der Hauptkabine im Herrenhaus. Ah, ich weiß. Und hier ist ein Schatz. Hey, Schatz. Ich komm zu dir. Du bist wirklich weit. Hier irgendwo, ne? Ja. Ja. Wo ist der Schatz? Ja. Da. okay. Da kennt man auch was. Sonst noch irgendwas Besonderes verpasst? Nö. Hier ist ein Highspray. Hab ich. Okay. Boah, das ist so unübersichtlich. So Unsinn. Uninteressant. Das auch, aber. Ach, oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Hinter uns? Ach, da liegt noch was. Ah. Ja, ja. Quietsch dir mal. Ah, die kann ich mir nicht mehr leisten. Ja, genau. Also ich weiß, wo wir den letzten. Ich weiß, wo wir den letzten Code herbekommen. Ja, okay, dann gehen wir vor. Ja, warte, ich muss kurz gucken. Da entlang. Hier entlang. Wer fährt denn dieses Boot? Und hier bräuchte ich. Ist das eklig? Captain! Ach, dafür hast du mich gebraucht. Ich bin bereit, dass Sie es sind. Schlüssel holen. Okay, wir haben alle. Gehen wir zurück. Das würde ich ja machen, auch schnellstmöglich. Um diesen Bullshit nicht mehr mitzumachen. Der ist durch die Tür geglitscht. Ich warte hier auf dich, ne? Okay. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ich stehe da also. Ich muss mich einmal hier mit den Füßen begnügen.
ist er denn? Der müsste jetzt weiß sein, dann tut er erstmal nichts. Nee, er läuft noch. Und ach, tritt da. Mich. Und jetzt, ja. Ja, Moment. Ja, du musst mich retten. Ich kann dich nicht retten. Bereit, wenn Sie es sind. Ja, und jetzt? Etwas fallen lassen. Ist wieder wach? Nee. Wieder wach. Kannst du zur Tür? B drücken? Guck mal, jetzt stehst du wieder. Der jetzt Schatz fallen lassen, ne? Ich sammle erstmal bei dir hier ein. Oh. So, dann würde ich sagen zurück, ne? Ganz schnell, aber ganz schnell hier weg. Schön, dass ich eine Orientierung habe. Muss ich jetzt dreimal A drücken? Oh Gottes Willen. Dann los! Wer wäre denn beim Einsammeln dieser Codes immer wieder zurückgelaufen, um die ein... hinter uns? Eine Hand! Hab sie. Eiskaltes Händchen. Munition. Hast du den Trailer zu Wednesday gesehen? Nee. Muss ich mal angucken. Na? Was kommt denn da geschlängelt? Das wollte ich noch mitnehmen. So. Die Hand. Hä? Hä? Wir hatten sie doch. Ich kann ja nichts dafür, wenn die Hand noch auf mich zugesprungen kommt. Hier durch. Ist ja gut. Schrei mir nicht so an, ich bin sensibel. Ich bin Trinker. Hä? Naja, Chris Redfield ist Trinker. Alkoholiker. Oh. Wichtige Musik! Wie in einem 80er-Jahre-Film. Pam! 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 Dafür habe ich jetzt keine Zeit! Oh Gott! Gab nicht mal Sinn, aber okay. Ignorieren wir das. Ja, wir haben die noch weggeballert von uns, also können die nicht an uns vorbei da reinfallen. Beweg deinen Arsch, Piers. Wichtige Musik wechseln und ich höre eine Hand patschen. Mit den, wir haben doch eben beide getötet, oder? Ja. Gott, diese Türen. Ich weiß auch nicht, was sie da jetzt gedacht haben. Oh, das war so lustig, das machen wir direkt 20 Mal. Oh, wir sind wieder beim Jet. Yeah. Warum fliegen? Ich flieg, ich flieg. Da wird das Spiel entscheiden. Ach, scheiße. Ich wollte doch fliegen. Hey, wir haben das Level durch. Lass den Schmerz endlich vorbei sein. HQ an Alpha, der Flugzeugträger wurde lokalisiert. Der Flugzeugträger ist mit Flaks bestückt. Vernichten Sie die Geschütze, Alpha. Mit einem einzigen Flugzeug? Klingt eher wie ein Himmelfahrtskommando. Hey, ja, Piers, aber du bist mit dem Hauptcharakter unterwegs. Zeit. Geben Sie den Befehl, Captain. Was soll ich jetzt machen? Schießen. Und du kannst was? Schießen.
ausweichen. Hä? Ach, boah, das ist ja dumm. Die Startroute, du hast bereits begonnen. Ausweichen ist natürlich nicht die linke Trigger-Taste, sondern einfach der rechte Button. So wie Schießen ja auch der rechte Button. Wir können das nur verhindern, wenn wir auf den Flugzeugträger kommen. Wir haben keine Wahl. Machen Sie sich bereit, es geht los. Das ist schlecht. Wieso baut man sowas ein, wenn man es nicht programmieren kann? Ich will das nicht mehr. Sie wollen der Welt Raccoon City bringen. Was musst du eigentlich gerade machen? Fliegen? Ich muss fliegen und mit dem MG ballern. Um die Helikopter um uns herum zu zerstören. Wie fliegst du denn? Stevie Wonder. Ich erwische ja so nichts. Genau da muss ich hin. Nein. Wo musst du hin? Ja, genau hier. Hier bleiben, hier bleiben. Alle Flaggeschütze wurden ausgeschaltet. Ich muss bei einer Rakete auch ausweichen. Jetzt zur Rakete. Finden Sie einen Landeplatz, Captain. Oh. Irgendwas mit Timer. Toll. Der Raketen-Countdown wurde eingeleitet. Der Raketen-Countdown. Finden Sie die Steuereinheit. Verhindern Sie den Start. Verstanden, ich müsste mir meine Beine gebrochen haben. Und was mache ich jetzt? Schießen. Wo muss ich hin? Hier geht's nicht weiter. Ein bisschen Pyrotechnik sollte Wunder wirken. Das Ding müsste wieder runterkommen, das wird nicht so zerfetzt. Es ist einfach alles pures Slapstick. Du musst jetzt da durch, wo du freigeschossen hast. Macht Sinn. Nee, irgendwie. Ja, da entlang. Genau. Ich würde jetzt sagen, dass da hinten noch Sachen liegen, aber... Nee. Wieder Pyrotechnik. Warte, wo sind sie? Kümmere ich mich dort rum. Nein. Beeilung, Pierce, die Zeit wird knapp. Ich gebe mir mein Bestes. Ich kann jetzt auch gerade nicht an dir gucken, ne? Raketenstartsequenz wurde abgebrochen. Gut gemacht, Pierce. Ja, und jetzt zurück zum Flugzeug und nicht wieder. Verstanden! Hey, Captain, es läuft etwas unfair hier unten. Wie wär's mit Hilfe? Bin dabei. Der Jet mich bewegt hat. Wenn ich ziele. Echiron Alpha, wir haben einen Notfall.
Startsequenz der Rakete wurde eingeleitet. Hä? Wie zum Teufel? Das ist Ada. Sie wusste, was wir tun würden. Wir haben keine Zeit, Alpha. Erlaubnis zur Zerstörung der Rakete erteilt. Verdammt, der versperrt den Weg. Schießt du drauf? Einen schönen Abend, voll klug. Dankeschön für deine 50 Bits. Und ja, ich erschrecke mich nicht so schnell. Ich bin nicht meine Frau. Aber vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Nein, nicht in die Aufwaldstadt. Nee. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben dich schon gesehen, die Szene. Da hätte man so viel draus machen können, ne? Übel. Weil das ja einen nötigen, die Szenen jetzt nochmal so zu gucken, anstatt das was anderes halt darzustellen, ne? Ja. Klar, die Szene mit Leon und Chris wäre was anderes gewesen, ne? Aber das muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Wie läuft bei dir, voll cool? Ich finde den Namen ein bisschen cool. Zeigt, dass du bodenständig bist. Dieses Chaos ist immer so lustig. Mein Vater produziert von Michael Bay. Ganz gut, sag ein bisschen unentschlossen, wenn ich schlafen gehe, wenn Eric. Leon, alles klar! Nix. Kannst ja bis zum geht nicht mehr die ganze Zeit Valorant. Verdammt! Sie haben die Selbstzerstörung aktiviert. Ach, fuck. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich fände Cheyenne Birking viel, viel lustiger als gut. Na. Danke. Leon, ich muss dir noch etwas sagen. Chantal, ich liebe dich. Ada Wong ist tot. Und ich liebe dich. Na, wie hieß sie? Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass den Namen schon wieder vergessen. Helena. Ah. Na, guck mal, wir haben es noch geschafft. Ah, diesmal bin ich nicht ganz so scheiße. Na! Ach, das hat aber ein bisschen besser. Hä? 1% immer noch besser. 1%? Was guckst du denn da? Genauigkeit. Du meinst 0,3% bist du noch besser in der Genauigkeit. Achso, ja. Du hast auch 87 Feinde erledigt. Ich habe nur 69. Ha! 69! Das war auf dem Schlachtfeld da mit dem Jet in der Mitte. Ja, ich weiß. Es war schrecklich. Es war einfach nur schrecklich. So, ich habe 60.000 jetzt gesammelt. Schusswaffe kann ich jetzt auf Maximum verbessern. Mal cool, ja. Ich brauche noch ein bisschen. Ich könnte Durchschlag verbessern, aber ich will auch erstmal Schusswaffen machen. Deswegen, ich heb mir auf. Ich heb mir auf. Ja, beruhig dich doch. Ey, ich heb mir auf. Schusswaffe ist nicht cool. Aber Anna, hast du denn alles erledigt, was du erledigen wolltest? Und Lisa ist bei Phasmophobia dabei. Wir müssen nur überlegen, am Sonntag wann. Ab Mittag, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wenn du mit dem Hund raus musst.
Oder wann Anna und Erik was essen wollen oder so. Wenn Marcel kommt und geht zum Raum weg, haben wir was mit dem Hund. Achso. Ja, aber quatschen wir morgen einfach mal kurz. Ich hab Fasmo schon mal geupdatet. Wollt ihr vielleicht auch mal tun? Ironie des Schicksals. Ich liebe dich. Ein Mann versucht Zeit seines Lebens die Welt zu zerstören. Und jetzt ist sein Sohn der Einzige, der sie retten kann. Und ich eile zu seiner Rettung. Der Mann, der seinen Vater getötet hat. Wie gesagt. In einem Vulkan. Mit einem Felsbrocken. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Schicksal. Der 20 Tonnen schwer war. Und bloßen Fäusten. Das ignorieren wir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Vor 3 Jahren habe ich Wesker getötet. Dieser Krieg darf mich nicht ewig verfolgen. War. War never changed. Wenn wir gerettet haben, quittiere ich den Dienst. Was? Moment mal. Zeit, dass jemand meinen Platz einnimmt. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie das tun. Ich. Also ist er dann nicht. Stimmt, dann ist er ja bei Neo Umbrella oder so. Also gut. Los geht's! Hätte nur noch gefehlt, dass jetzt in Zeitlupe da reinrennen. Schießend. Wer zum Teufel hat das Geld, um so etwas zu bauen? So. Das sieht schwer nach Neo Umbrella aus. Och, das sieht schwer nach. Ich hab gar keinen Bock mehr auf diese dumme Scheiße aus. Du wolltest das Spiel spielen. Ich auch, will ich auch. Und ich bin einfach froh, wenn dieses Kapitel mit den beiden endlich zu Ende ist und wir endlich Jake spielen können. Und Cheyenne Birkin. Cheyenne Birkin. Das war ein schöner Name dafür. Das wird ab jetzt immer so heißen, das weißt du hoffentlich. Ja, so. Ich beende aber jetzt erstmal die Folge, die ist jetzt auch schon mal länger. Ich wünsche noch ein Stream beenden. Jetzt will ich ein Folgen beenden. In der nächsten Folge geht es weiter mit Chris Redfield und Pierce Nivana, der sich um einen dreht. Ich bin halt der Mittelpunkt seines Lebens. Pierce Nivana, aka ich komme niemals in den Stimmenbruch mit immer noch 14. Und kleiner Tipp oder kleiner Spoiler. Ich glaube, der Junge wird dieses Abenteuer nicht überleben. Daher ist das so mit der, ich möchte, dass sie meinen Platz einnehmen. Nee. Schwierig. Außerdem wissen wir ja, dass er in Teil 7 auch wieder irgendwas macht und spätestens in Teil 8 noch mehr Arschloch ist, als das jetzt schon ist. Naja, aber er hat Muskeln abgebaut. Ja. Naja, gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Chris und Pierce. Und ja, Lisa und ich, wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 3 Sekunden.